Inmitten der malerischen Natur in der österreichischen Idylle des Südburgenlandes in Ollersdorf bietet Ollers eine vielseitige Oase für Urlaub, Entspannung und produktives Arbeiten. Mit einer breiten Palette von Annehmlichkeiten, darunter Ferienwohnungen, Zimmer, Tagungsräume, einem Pool und eine Fülle von natürlicher Schönheit, ist das Ollers der perfekte Ort, um dem hektischen Alltag zu entfliehen und neue Energie zu tanken. Ob Sie nach einem kurzen Wochenendausflug oder einem längeren Urlaub suchen, Ollers hat für jeden etwas zu bieten. Die gemütlichen Ferienwohnungen und Zimmer sind geschmackvoll eingerichtet und bieten den Gästen ein Zuhause fernab von zu Hause. Die Umgebung lädt zu Wanderungen, Radtouren und Entdeckungstouren in der umliegenden Natur ein. Aber Ollers ist nicht nur ein Ort für Urlauber, sondern auch eine erstklassige Location für Workshops, Strategie-Meetings, Familientreffen, kreatives Arbeiten und vieles mehr. Die großzügigen Tagungsräume und Veranstaltungsorte bieten die perfekte Kulisse für produktive Zusammenkünfte. Egal, ob Sie an kreativen Projekten arbeiten, Workshops durchführen oder einfach einen Ort für einen Rückzug oder einen Yogakurs suchen, Ollers stellt sicher, dass alles reibungslos abläuft. Vielen Dank, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind zur heutigen Pressekonferenz, aber gleichzeitig auch sozusagen ein touristisches Eldorado hier kennenzulernen. Ich habe vorher schon bei der Einleitung kurz erwähnt. Ich war wirklich sehr erstaunt, wenn man auf eine Reise geht, wo man sehr viel mitnehmen will, bereitet man sich natürlich dementsprechend vor. Ich war für Brüssel für alle Vorträge, ich war für Straßburg, ich war für Luxemburg natürlich vorbereitet. Denn letztendlich geht es bei all unseren Besuchen dann eben darum, vieles aus dem Burgenland dort mit hinzunehmen. Auch unsere Pilotprojekte, es geht natürlich auch um Finanzierungsmodelle. Aber wir wissen, dass wir auch viel nach Hause mitnehmen, nämlich Wissen, dass wir dort überall alles zusammenfassen sozusagen und im Burgenland umsetzen. Aber umso erstaunt und überrascht, wie ich es vorher schon gesagt habe, war ich in Luxemburg jemanden kennenzulernen und das natürlich, dass die Europäische Investmentgruppe eine spannende Geschichte ist, auch für das Burgenland. Es geht, und das wird der Herr Cotone dann ausführen, das werde ich jetzt nicht tun, immer auch um Finanzierungsbeteiligung, um Möglichkeiten, um Startups und so weiter, woran wir als Burgenland und ich für den Landtag, beziehungsweise früher natürlich für die Regierung, spannend finde und immer für solche Beteiligungsmodelle sehr offen war. Aber umso erstaunter war ich eben dort nach dem Vortrag ins Gespräch zu kommen und das hat eigentlich, weil ich hätte mir nie was gedacht, obwohl ich Cotone gelesen habe, gewusst habe, welche hohe Position dort sie einnehmen, aber ich hätte es nie sozusagen aufs Burgenland projiziert und sie haben mich dann Gott sei Dank angesprochen und haben gesagt, ich verfolge, was sie tun, weil ich lese die Zeitungen, weil ich bin eigentlich auch in Ollersdorf zu Hause. Jetzt habe ich von mir bis dato in Anspruch genommen, dass ich auch die touristischen Einrichtungen im Burgenland kenne, fast alle, aber besonders gut im Südburgenland. Nur das kannte ich zu meiner Schande nicht. Und umso froher bin ich, dass wir heute Sie an unserer Seite haben, als Journalistinnen und Journalisten. Ich habe gehört, zum Großteil haben Sie dieses unglaubliche Paradies auch nicht gekannt. Denn letztendlich geht es darum, gerade auch den Tourismus im Südburgenland zu forcieren. Und genau jetzt nach der Begehung, genau passend zu unserem Tourismus, entschleunigt im Südburgenland. Also das bringt genau das auf den Punkt, was dieses Anwesen hier hat. Nämlich Entschleunigung, trotzdem alles zu haben. Irgendjemand von Ihnen hat gesagt, wozu fährt man, wenn man da das Salzwasserpool hat und das in dieser Umgebung hineingebettet. Was braucht man dann noch irgendwo hinfahren? Also ich denke, das passt absolut bestens dazu, kann ein Best-Practice-Beispiel sein für den sanften Tourismus in Südburgenland, mit dem wir durchaus gut unterwegs sind, aber im Sinne von, wir haben noch Platz für Menschen, die gern zu uns kommen, soll das auch eine Einladung sein und deswegen habe ich vorher auch den Südburgenland-Tourismus-Manager eingeladen, der das natürlich auch nicht gekannt hat. Ja, in diesem Sinne noch einmal herzlich willkommen. Und ich darf Sie jetzt, wie wir das besprochen haben, dass Sie uns Ihr Haus vorstellen. Und dann wäre es mir schon auch wichtig, neben dem Haus kennenlernen,
dass der Herr Cotone über seine Arbeit in Luxemburg, aber auch die, die er innehat, jetzt in Wien berichtet. Und ich darf schon sagen, wir sind auf beide sehr, sehr stolz. Eine Südburgenländerin, ich sage, okay, Herr Cotone, wie kommen Sie nach Ollersdorf? Habe ich ihn in Luxemburg gefragt. Er sagt, ja, meine große Liebe sitzt in Ollersdorf. Und dann habe ich das auch verstanden. Also bitte Sie beide über Ihre Rolle jetzt und natürlich, wie gesagt, wir sind auf Sie beide sehr stolz. Darf ich Sie vielleicht einmal bitten als Hausherrin? Dankeschön. Wunderbar, dass Sie heute da sind und uns kennen und das Haus kennengelernt haben. Danke vielmals. Ja, unser Haus ist ein Gästehaus und war 30 Jahre Luftschloss, weil wir waren in Italien unterwegs, haben dort gelebt und in England und waren dort in Bed and Breakfast, Agriturismo mit unseren Kindern und überall, wo wir waren, haben wir gesagt, ach, irgendwann möchten wir auch mal so ein Gästehaus machen und dann machen wir das so und das machen wir so. Und dann ist uns irgendwie die Zeit davon geflutscht und dann haben wir uns irgendwann gefragt, du, machen wir das dann einmal, dieses Gästehaus? Und wenn ja, wo machen wir denn das? Und ich komme aus dem Südburgenland, das heißt mein Vater, ich bin eine Wienerin, muss ich gestehen, aber mittlerweile bin ich schon wieder mehr als die halbe Burgenländerin vielleicht. Es war dann irgendwie klar, das muss im Südburgenland sein, es ist für uns nah und aus Wien und erreichbar und meine Wurzeln sind hier. Und irgendwann durch Verwandtschaft haben wir diesen Hof kennengelernt und dann haben wir gesagt, na gut, wir suchen nicht mehr. Wenn wir diesen Hof einmal haben könnten oder wenn der zum Verkauf steht, dann wissen wir, wo wir das machen werden, unser Gästehaus. Und tatsächlich hat uns dieser Hof dann ereilt. Und dann haben wir gesagt, ist das neu, jetzt wird es vielleicht ernst. Und dann haben wir ein bisschen gestritten, weil wir uns das irgendwie dann doch nicht zugetraut haben. Aber in der letzten Kurve haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir das. Ja, und das war 2015 und dann haben wir eigentlich gemeinsam unsere ganzen Wünsche geparkt in diesen Plan, in die Planung und haben dann auch einen Baumeister gefunden, der das auf sich genommen hat oder wir es auf uns genommen haben, mit ihm zu bauen und wir waren schon sehr involviert. Wir haben viel länger gebaut, als wir gedacht hätten. Wir sind dann fertig geworden, mitten im ersten Lockdown, das war auch irgendwie sehr spannend. Aber wir haben die Zeit eigentlich, die erste Pandemiezeit sehr gut nutzen können, weil wir wussten, wir mussten schnell sein, man konnte eigentlich nirgendwo wirklich einkaufen gehen. Und daher haben wir, was wir bekommen haben, irgendwo in dieses Haus hereingeholt. Die Sessel, dann waren irgendwo so alte Sachen, haben gesagt, okay, da machen wir eine neue Platte drauf. Und so ist dieses Haus entstanden, also die Einrichtung. Und das macht jetzt offensichtlich diesen Charme aus, den jeder so liebt, weil er sagt, wow, wo hast du das her und wo ist das her? Dann gibt es natürlich die Zeitreise in Burgerberg, die ich nur herzlich empfehlen kann. Dort haben wir einiges erworben. Ja, und wir sind eigentlich super happy, weil unsere Gäste so glücklich sind. Wir haben sehr viele Gruppen, also kleine Gruppen, die hier Yoga machen oder Coaching-Seminare machen oder auch Firmen. Da möchten wir gerne noch mehr haben, weil die Firmen, die hier ihre Workshops und Teambuilding-Sachen machen, die sind hier super happy und kommen immer wieder, um quasi weiterzuarbeiten. Und das macht eigentlich irrsinnig zufrieden, dass man den Menschen, die kommen da bei der Tür rein und dann lassen sie alles fallen und sagen, wow. Und dann geht der Puls gleich runter und dann sind sie da. Und wir haben ein paar, die kommen unter der Woche, weil sie schon mal da waren und sagen, Sie wissen, wenn Sie nur 2 Tage da sind, dann ist das wie eine Urlaubswoche, weil das so entschleunigt, wie Sie gesagt haben. Ja, habe ich was vergessen? Nein, ich glaube nicht. Habe ich schon so viel gesagt? Vielleicht, wie viele Gäste wir schon hatten. Ich muss vielleicht eines dazu sagen, wie die Birgit gerade gesagt hat, wir haben mitten in der Pandemie aufgemacht. Ich glaube, eines, was uns sehr geholfen hat, war damals der Burgenlandbonus. Und das war ganz interessant, durch den Burgenlandbonus sind Nord- und Mittelburgenländer in Südburgenland gekommen. Und die sind heute noch Gäste bei uns. Ja. Das war also eine wirklich, wirklich interessante Entwicklung und das war für unseren Start, das junges Unternehmen, extrem wichtig. Und das ist, wie gesagt, heute noch ein Kundenstock, aber vor allem die Leute, die kannten das Südburgenland nicht.
braucht man ja ein E-Bike beim Radeln. Die wussten nicht, dass das Burgenland so viel hat. Ja, die kamen vorher auch nicht. Nein, die kamen nicht, richtig. Die 75 Euro. Ja. Genau, die 75 Euro. Und was mich besonders freut, ich habe 17 Jahre jetzt in Luxemburg allein gelebt, die Familie ist damals nicht mitgegangen mit den drei Söhnen. Und ich sage immer scherzhaft, wenn man allein lebt, entweder man beginnt eine neue Beziehung oder in meinem Fall Yoga. Ich bin also ausgebildeter Yoga-Lehrer und was wir irgendwie geschafft haben, die weiß eigentlich nicht wirklich, wie wir Yoga-Gruppen in dieser Menge zu uns bringen. Und das ist wirklich toll. Also da gibt es auch eine Leidenschaft von mir persönlich, die in dem Haus umgesetzt wurde. Nebst dem, was mir sehr viel Spaß macht, die Birgit hat das nicht erwähnt, der Ansatz der Permakultur. Also mit den Händen zu arbeiten, weil du arbeitest doch als Banker durchwegs nur vorm Computer mit deinem Schädel und plötzlich kannst du so richtig in die Erde reingreifen. Und da gibt es was zurück oder auch nicht. Das Erlebnis ist sehr unterschiedlich, aber es macht mich irgendwie ganz stolz, weil auch mit einem befreundeten Landwirt, der aus Südtirol kommt und im Südburgenland sehr erfolgreicher Bioweinbauer ist, der Oberkofler, der hat mich immer wieder ein bisschen begleitet, sei es im Weinbau, sei es mit den Oliven. Und tatsächlich, jetzt haben wir die Oliven, die haben den ersten Winter überlebt. Wir haben also offensichtlich dank Oberkofler die richtige Sorte ausgewählt. Also das macht ihn schon stolz und vor allem mich macht es glücklich, weil es eine tolle Abwechslung ist. Ja, und eines muss ich auch sagen, dass ich habe viele Jahrzehnte und das bis heute haben wir österreichische und europäische Unternehmen finanziert durch meine Haupttätigkeit, die Europäische Investitionsbankgruppe. Aber mal auf der anderen Seite zu stehen, selbst Unternehmer zu werden, selbst Risiko zu nehmen, selbst Geld zu investieren, ist etwas, was eine ganz andere Tragweite ist. Und ich muss sagen, das, was wir uns damals in Form von Businessplänen ausgedacht haben, das ist übererfüllt. Und einer der Gründe, warum das übererfüllt ist, nicht nur, weil die Birgit so eine tolle Unternehmerin ist, sondern weil wir das Riesenglück hatten, Mitarbeiter zu finden, die das irgendwie, erst einmal kommen sie alle aus der Gegend, die Karin kommt aus dem Nachbardorf, kann im Grunde genommen von ihrem Elternhaus auf das Haus herüberschauen und hat diese strahlt diese Lust und diese Freude aus, wenn sie tagtäglich da reinkommt, hat einfach einen Spaß an der Arbeit und ich glaube, sie hat einmal irgendwann gesagt bei so einem Workshop, das ist der schönste Arbeitsplatz überhaupt. Mhm. Und das gilt nicht nur für die Karin, sondern auch für die Renate, die in Burgau wohnt und für den Martin, der in der Nähe wohnt. Also ich glaube, dieses Glück, das wir hatten, authentisch sein zu können, indem wir lokale Mitarbeiter haben, die mit Leib und Seele jeden Tag uns unterstützen und so, als ob sie selbst Unternehmer wären, arbeiten, das ist der Riesenerfolg. Mhm. Ihre Arbeit vielleicht noch kurz? Ja, also ich bin Tiroler, vielleicht hört man es noch, aus Innsbruck. Und nach dem Studium bin ich relativ rasch ins Ausland gegangen. Und wurde, wie die Birgit auch so damals kennengelernt, in der alten Kreditanstalt ausgebildet. Da haben wir eine Banklehre gemacht, eine Akademiker-Trainee-Lehre haben wir gerade dort gemacht. Und dann sind wir ein bisschen herumgekommen und 1995, als Österreich der EU beigetreten ist, bin ich in die Europäische Investitionsbank nach Rom gegangen. Und war dort 4,5 Jahre und dann haben wir gedacht, ui, die ist furchtbar bürokratisch, das ist nichts für mich und bin kurz danach in die Telekom Austria gekommen, wo ich unter anderem für den IPO, also den Börsengang, zuständig war. War dort 6 Jahre und durch einen komischen, blöden Zufall, wie es immer so ist im Leben, kam ich dann wieder zurück in den Europäischen Investitionsfonds, war dort Vorstand über viele Jahre und wir haben dieses Unternehmen, als ich das Haus verlassen habe, den Europäischen Investitionsfonds, der eine Tochtergesellschaft der Europäischen Investitionsbank war, hat der stellvertretende Generaldirektor im Zuge des Abschieds gesagt, Hubert, weißt du eigentlich, als du kamst, hatten wir 2,8 Milliarden Euro unter Management, das ist ein Fonds und keine Bank. Jetzt, wo du gehst, haben wir 116 Milliarden unter Management. Und in 17 Jahren, man denkt gar nicht darüber selbst nach, sondern da entsteht etwas und
allein, ich bin sehr stolz darauf, dass es uns gelungen ist, Strukturfondsgelder, europäische Strukturfondsgelder, nicht nur in Form von verlorenen Zuschüssen, zum Beispiel für Brückenbauten und dergleichen mehr zu verwenden, sondern tatsächlich für Finanzinstrumente. Und was heißt das? Wir haben in Ländern wie Griechenland, Bulgarien, selbst in Finnland, in Rumänien, in Portugal, querfeldein, auch außen Österreich, und ich betone das immer wieder, weil ich es sehr schade finde, haben wir diese Finanzinstrumente umgesetzt und damit vor allem Innovation finanziert, Digitalisierung der Unternehmen investiert, Startups finanziert, die tatsächlich, wenn ich mir das heute anschaue, Europa ist global gesehen die Startup-Region. Das echte Problem, das wir in Europa haben, sind nicht die Ideen, die uns fehlen, die haben wir. Wir haben gut ausgebildete Leute, wir haben tolle Studenten, wir haben tolle Universitäten. Das, was uns wirklich fehlt, ist Risikokapital, wenn dann diese europäischen Unternehmen wirklich ins Wachstum kommen. Und dieses Scaling, dieses Wachsen helfen, da sind wir als Europäer leider Gottes extrem schlecht. Ich war jetzt gerade in Alpbach, wo wir als Kernthema die Kapitalmarktunion hatten. Das ist ein Herzensthema für mich und ich hoffe, dass mit der neuen Kommission dieses Thema wirklich ernsthaft angegangen wird, weil da bin ich felsenfest davon überzeugt, ohne einen funktionierenden Kapitalmarkt sind selbst Dinge, die wir noch für selbstverständlich erachten, wie Demokratie, Pressefreiheit etc., wirklich gefährdet. Also davon bin ich leider Gottes wirklich überzeugt, wir brauchen freie Kapitalmärkte in Europa. Und wenn ich mir etwas wünschen darf, bevor ich irgendwann in Pension gehe, dass wir das umsetzen, das wäre ein großes Ziel. Europa braucht das. Aber Entschuldigung, ich bin abgeschweift. Nein, überhaupt nicht. Nein, vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich denke, es ist jetzt höchste Zeit, dass Sie Fragen stellen können. Die erste Frage wurde schon beantwortet. Wie wurde es vorher? Wahnsinn, unglaublich, dass das möglich ist. Wir haben auch darüber gesprochen, wie viel dieser alten Häuser in dieser Konstellation, aber vor allem auch mit guter Bausubstanz, aber völlig, wie soll ich sagen, nicht aus dem Dornröschenschlaf zu holen, weil es so arg ausschaut. Und Sie haben sich da dran gewagt, das ist unglaublich, dann kann man sich erst vorstellen, wenn man das sieht, wie das vorher war.